Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. So, dann wollen wir doch mal gleich jetzt hier schauen. Donner und Doria, sieh einer. Genau. Ob uns wirklich helfen kann oder nicht. Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Haben Mardrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mardrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders, wenn sie den Geist beeinflussen. Ihn beruhigen, Wachträume hervorrufen. Udalric hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Mardrömme, nie gehört. Ihr auf dem Festland habt einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mardrömer. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Na denn? Ich bin hinter dir. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Na, wollen wir mal gucken, wo das jetzt... Achso, das geht ja hinten beim Schmied in den Keller, ne? Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeig es dir. Oh, der Gestank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. Direkt hinter dir. Da bin ich aber froh. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Da ist noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Falsches Zeichen. Schnell. Oh. Götter, wir hätten
bei lebendigem Leibe verbrennen können. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Hjalmar und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Das muss ein Ort der Macht sein. Ach, die Vergangenheit. Gut, den Ort der Macht, den holen wir uns nochmal. Hat nicht ganz geklappt. Jetzt hat's geklappt. Das ist auch das Fragezeichen, was ich hier hinten nicht gefunden hatte. Und das Gwen-Zeichen hat sich erhöht. Na gut. Wenn ich den Brandstifter erwische... Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Na gut, aber vorher nehme ich hier nochmal ein bisschen was mit. Wenn wir hier sowieso schon sind. Oh. Ein bisschen Schnaps kann man immer gut gebrauchen. Eieiei. Dann schauen wir mal. Moment. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Na, bin ich mal gespannt, wer das jetzt hier... Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit den Bediensteten gesehen. Los! Na denn? Auf in die Haupthalle. Schau, da ist er! Nimm dir ein Pferd, wir reiten ihm nach. Heya! Das kann jetzt ein bisschen... Er ist geflohen. Kehr ja. Zur Burg zurück. Ich versuche ihn zu schnappen. Ich warte im Stall auf dich. Das ist ja jetzt richtig mies. Jetzt muss ich gucken, wo Geralt die Spur verloren hat. Na gut, irgendwo da unten. Pass bloß auf, Fremder. Das heißt, wir müssen jetzt laufen. Ey, das war ja jetzt aber unfair. Das plötzlich. Plötzlich ist einfach zu dick. Die feste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Ja. Zum Glück gibt's noch Fährtenlese-Fähigkeit. Aber gut, den werden wir ordentlich aus den Augen verloren haben. Ich hätte ihn ja lieber hier gestellt. Hat auch bestimmt geklappt. So, ich darf doch mal. Das? Bist du blind? Eindeutig ein Hexer. Ein Monsterjäger, wie? Was macht er denn hier? Okay. Wozu einfach nur mal anschmeißen und dann weiterlaufen? Komm und sieh dich um! Nee, will ich gerade nicht. Ich laufe einfach der Spur weiter nach. Etwas für die Tochter? Silberohrringe vom Festland vielleicht? Was lässt meine Räte was vom Festland will, gehe ich auf Raubzug. Zeig mir lieber, was du von den Inseln hast. Okay. Er ist aber weit geritten.
würde ja gerne Schnellreise oder so benutzen, aber ich weiß halt nicht, wo es hingeht. Das ist aber weit weggekommen. Ah, okay. Tja, er ist gar nicht geflohen. Ein kleiner Schlüssel. Für eine Schublade oder eine kleine Truhe. Ich muss nach Kertholde zurück. Na gut, Plätze. Ich hoffe, du bist jetzt nicht wieder zu dick, um hier den Weg wieder hochzureiten. Los, lauf! Weil wir müssen ja jetzt wieder zurück. Aber wieso lag er da jetzt tot? Sehr merkwürdig. Na gut. Erstmal wieder zurück. Und? Was gefunden? Mhm. Arnwalds Leiche. Und diesen Schlüssel. Den hatte er bei sich. Wir müssen sein Zimmer durchsuchen. Geh voraus. Na gut. Auf ins ich Zimmer. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Arnwald damit zu tun hatte. Kennst du ihn gut? Seit unserer Kindheit. Er war nie sehr gesprächig. Aber er hätte keiner Fliege was zuleide getan. Ran ans Werk. Wir müssen jeden Winkel durchsuchen. Alles auf den Kopf stellen. Glaubst du, er ist dumm genug, Beweise zurückzulassen? Er hat nicht damit gerechnet, verfolgt zu werden. Vielleicht hat er was zurückgelassen. Na gut. Das ist sein Zimmer. Hier hat Arnwald geschlafen. An der Wand. Überall Kleider. Arnwald muss es eilig gehabt haben. Und der einsame Schuh sieht ihm nicht ähnlich. Er hat auf sein Äußeres geachtet. Möchte wissen, wo der andere ist. Meinst du, das ist wichtig? Am Strand trug er beide. Das weiß ich noch, weil er sonst nicht viel anhatte. Wo könnte das Ding sein? Die Ballade von Bran dem Eroberer. Bran der Eroberer ist ein Held des Clan Tyrsech. Er hat sich Skelliges Krone mit Gewalt genommen und wurde bald darauf getötet. Interessant, aber kaum ein Beweis. Ein leerer Umschlag. Hm. Riecht vertraut. Also, darum beneide ich dich ja. Ambra, also ein Parfumbenutzer. Dem Geruch müssen wir folgen. Zwischendrin können wir auch ein bisschen was plündern. Ein Geheimfach? Ob wir mal Arnwalds Schlüssel ausprobieren? Ein Brief? Hab ich's doch gesagt. Riechst du das? Birnas Parfum. Hab ich noch nie gemocht. So erdrückend. Hätte ich mir denken können. Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Svanrig der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Nun lies schon den Brief. Anweisungen, wieder Mehl zu präparieren ist. Und einige Versprechen. Aber keine Unterschrift. Kein Siegel. Meinst du, das reicht? Das muss es wohl. Wir sollten nicht länger warten. Zeit, die Yats zu versammeln. Ich habe die Yats im Rat versammelt. Wie du verlangtest, Serys Ankreid. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kaer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges, wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserkern vergifteter Beet serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kaer Trolde.
Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Der Mundschenk meines Vaters hat geholfen. Arnwald. Birna hat Arnwald bestochen. Er hat versucht, den Hexer und mich umzubringen. Was? Arnwald? So ein Quatsch. Arnwald ist Krachs treuer Hund. Danke, Lugos. Nun, so sei es. Hören wir die Verleumdung, die du ihm vorzubringen befohlen hast. Bringt ihn rein. Er ist tot. Und ich wette, dass du ihn zum Schweigen gebracht hast. Ich bin nicht überrascht, dass du lügst, Ceres. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber wie schlecht du lügst, das erstaunt mich. Ruhe, Birna. Und du, Ceres. Wie gedenkst du, deine Anschuldigung zu belegen? Ich bürge für Ceres. Sie sagt die Wahrheit. Du? Noch ein Lakai der Ankretz? Hat Ceres dich geködert? Ich kann mir schon vorstellen, wie. Oder hat Krach dich bezahlt, damit du meinen Namen besudelst? Was hast du gesagt? Ich bitte um Ruhe. Nach dem, was ich auf Speaker Row gesehen habe, vertraue ich dem Hexer. Mehr als dir. Das Recht hast du, aber das ist kein Beweis für meine Schuld. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber es ist die Handschrift einer Frau. Und du... Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan Ankret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Swanrig, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans Ankret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde... Und Swanrig? Was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte. Gut, brechen wir auf.
Wir kommen genau richtig. Sie haben schon angefangen. Es ist nicht lange her, da gaben wir König Bran dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Schwören wir ihr die Treue. Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich, allen eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Zerriss! 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 Königsmacher. Mögest du lange leben. Das hast du selten. Ich dachte, du reitest Schwein. Warum sollte ich? Letzte Nacht war. Du hast bewiesen, dass ich bei den Atreids selbst die... Glückwunsch. Du wirst eine großartige Königin sein. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich heute nicht hier. Wie lauten die Pläne der neuen Königin von Skellige? Zuhören, lernen und weiter zuhören. Dann werden wir sehen. Guter Plan. Ich muss die Clans vereinigen. Ich würde den Krieg gern vermeiden, aber wenn Nilfgaard angreift, müssen wir gemeinsam zurückschlagen. Der Drummond-Clan könnte Probleme bereiten. Ich habe Lugos bei der Zeremonie gesehen. Er war wütend. Zwischen unseren Clans gab es immer Zwist. Aber ich muss mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen. Ich drück dir die Daumen. Leb wohl. Okay. Sind wir sogar hier unten bei den Druiden? Ne, hier war das gar nicht. Andere Seite hier. Hier war das mit den Druiden. Willkommen im Heiligen Hain. Womit handelt ihr Druiden denn heutzutage so? Wenigstens mal reingucken. Oh. Trank der Leerung. Fügt allen Fertigkeitspunkten, mit den Fertigkeiten entwickelt worden, den verfügbaren Punkten hinzu, sodass sie neu eingesetzt werden können. Ui. Ob ich mir so einen Trank mal gönnen sollte? Na, bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meinen Skills, so wie ich sie jetzt habe. Aber er trinkt ihn ja dann hoffentlich nicht gleich, oder? So, Manuskript überlegener Vollmond. Ja, nehmen wir noch mit. Und weißer Honig nehmen wir auch mit. Überlegener Vollmond und weißer Honig. Gut. Ja, dann würde ich sagen, war es jetzt das erstmal mit der Krönung. Jetzt müssen wir mal schauen. In den Nebenquesten bin ich jetzt soweit erstmal relativ gut abgesegnet. Ich würde jetzt auch sagen, dass wir jetzt, bevor wir jetzt wieder in der Kampagne weitermachen, also hässliche Endline anfangen. Hexeraufträge, na gut, wir haben hier noch einen 19er. Den könnte ich nochmal machen, bevor wir jetzt irgendwo anders hingehen. Und ich würde sagen, danach machen wir dann endlich unser Praktikum in fortgeschrittener Alchemie. Damit wir dann auch die Gwind-Karte bekommen und dann in ein neues Gebiet neu reinjumpen können. Gut, aber nichtsdestotrotz macht der Geralt jetzt hier einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.
hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.